Hallo, hier ist Max und herzlich willkommen zu einem Talk in den Minecraft-Fakten. Heute am Freitag. Ich habe mir wieder Sachen zugesendet. Die stelle ich jetzt vor. Und wie immer, wenn ihr Ideen habt für neue Minecraft-Fakten, dann in die. Dann immer in die Chat-Postfache zu beenden halt. Ich würde schon sagen, Kommentare. Beenden bitte, danke. Wenn sie gut sind und richtig sind, dann werdet ihr auch mit ins Video eingeblendet. Und ja, da würde ich sagen, es geht auch schon los mit dieser neuen Asset-Episode. Die erste Sache ist von Tim, der schreibt, wenn man die Wolken aufstellt, regnet es trotzdem. Und das zeige ich gerade mal. Und zwar, ich habe hier die Clouds of Off, Fall Fast, Fancy, Off, Off, Off. Und wenn wir jetzt einmal jetzt hier so machen. Also keine Wolken da, aber es regnet trotzdem und ja, der Regen kommt aus nichts und es ist ein bisschen komisch, finde ich. Also hier sieht sich absolut keine Wolken hier. Ja, es regnet einfach trotzdem. Es ist ein bisschen komisch. Ja, gut, dann würde ich sagen, ich gehe dann direkt weiter mit der zweiten Sache. Die zweite Sache ist von Michael Cracken, der schreibt, wenn ein Block im Boden fehlt, kann man trotzdem drüber sprinten. Und ja, das ist korrekt. Wenn jetzt hier ein Block im Boden ist, kann man einfach drüber sprinten. Das geht, manchmal wird man auch trotzdem runter, aber so kann man nicht ganz gut. Oder jetzt bin ich eingefallen ins Loch, aber wir kommen ganz gut eigentlich rüber sprinten. Ist ein bisschen sinnlos, aber naja. Ich kann es ja gebrauchen. Ich weiß nicht. Uff, hier drauf will ich natürlich nicht drüber sprinten, aber hier so. Da geht das. Das funktioniert nicht. Das finde ich gerade ein bisschen halt ein bisschen komisch eigentlich. Das ist ein bisschen, ach, nutzlos, aber korrekt. Weiter zur dritten Sache. Die dritte und die vierte Sache ist von FCGamer777 und er schreibt, hey Max, ich habe zwei Sachen. Als erstes, wenn man einen Bauschrank kaputt schlägt, kommen rote Balken vor einem Trank, wo kein Trank drin ist. Und als zweitens, wenn man Looting drauf hat und ein Schaf tötet, bekommt man trotzdem nur ein Wolle. Und diese beiden Dinge sind korrekt. Als erstes, wenn wir jetzt hier den Bohrstand haben, ist nirgendwo ein Trank drin. Vielleicht diese Rotpartikel, aber jetzt kommt ganz klar Partikel von einem Trank. Dunk, ich tag kaputt und ja, das ist definitiv da, zum Beispiel da, jetzt da, ne? Aber hier kommt definitiv da zum Beispiel gerade auch. Das ist ein bisschen komisch, denn nirgendwo ein guter Trank drin. Gut, und dann die zweite Sache ist auch natürlich auch korrekt. Ich habe jetzt hier auf dem Schwert Bildung 3. Das soll eigentlich reichen. Auf. Wir killen das. Kriegen zwei Ringfleisch, Hammelfleisch raus. Nur eine Wolle. So, ich packe mal kaputt. So, nehmen wir zwei. Gott, drei Hammelfleisch und nur eine einzige Wolle. Und los! Aber ja, wir kriegen immer eine Wolle raus und dann würde ich sagen, es geht auch schon zur fünften Sache. Die fünfte Sache ist von Stackhold 22 und er schreibt, wenn man Vergiftung hat und dann ein goldener Apfel ist, wenn die Absorptionslasten schwarz, als ob sie leer sind, sie werden trotzdem verbraucht. Und ja, das finde ich ein kleiner Grafikbug. Wenn wir jetzt einen Vergiftungstrank hochwerfen. Und jetzt einen goldenen Fressen dann. In der Absorptionsschatzen schwarz. Aber sie dann trotzdem verbraucht. Und ich weiß jetzt nicht, warum das so sein sollte. Da muss man noch einen goldenen Apfel geben. Es geht. Geht nicht. Ist halt so, jetzt wir suchen jetzt hier so. Was
Achso, da sind die Wolken abgehört. Da, jetzt sind. Wenn wir es eigentlich verlassen, dann sind die schwarz. Werden trotzdem verbraucht. Und das ist ein kleiner Grafikbug. Und ja, würde ich sagen, es wäre es auch schon gewesen von der heutigen Folge der Meinung der Fakten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und tschüss.